Willkommen zurück zu Folge 5 von Stardew Valley. Wir sind... sind wir sluggish ins Bett gegangen? Eigentlich schon, ne? Ich bin erstaunt. Ich habe trotzdem volles Leben. Das irritiert mich ein bisschen. Normalerweise fehlt einem dann immer ein Stück. Aber vielleicht habe ich das über die Uhrzeit wieder ausgeglichen. Keine Ahnung. Naja, egal. Wir machen uns wieder frisch ans Werk. Okay, Robin möchte einen Brunnen für uns bauen, den brauchen wir aber nicht. Ja, die Joja Corp entschuldigt sich für den Erdrutsch, den sie mit ihrer Baustelle verursacht haben. Und da macht Robin nochmal Werbung, dass sie mein Haus ausbauen kann. Okay, so. Und die erste Ernte ist fertig. Wie cool ist das denn? Rüben für das Volk. So, da können wir dann die verkaufen und dann gleich neues Saatgut organisieren. So. Hinein geht es. So, doch erstmal muss ich wieder gießen. Ups. So, ich würde sagen, na, es ist noch zu früh, um in die Stadt zu gehen. Die Läden haben noch nicht offen. Ja, ja, Arbeit, Arbeit. So viel zu tun. So wenig Energie und so wenig Zeit. So, es ist spät genug. Dann kann ich gleich mal in die Stadt gehen. Leeres Inventar ist leer. So, jetzt brauchen wir wieder Saatgut. Ein Lauch. Ein Löwenzahn. Ah, jetzt habe ich das Event getriggert. Oh, hi there. What an eyesore. This is the Pelican Town Community Center, or what's left of it, anyway. It used to be the pride and joy of the town, always bustling with activity. Now, just look at it. It's shameful. These days, the young folk would rather sit in front of the TV than engage with the community. But listen to me, I sound like an old fool. Yoya Corporation has been hounding me to sell them the land so they can turn it into a warehouse.
Pelican Town could use the money, but there's something stopping me from selling it. I guess old-timers like me get attached to relics of the past. Oh well. If anyone else buys a Yoya Cult membership, I'm just gonna go ahead and sell it. Huh. Here, let's go inside. Ja, hier sieht's ja wirklich toll aus. Huh? What's this? I guess Vincent and Jazz must have been playing in here. This place is even more dilapidated than I remember. Oh, oh, oh! Grünes Männchen! What? Ja, der Klassiker. Ich kann es sehen, ja, aber nicht. What's the matter? Are you ill? Ja, ich sehe auch auf jeden Fall so aus. You saw something, hm? I wouldn't be surprised if this place was full of rats. Oh, da ist es wieder, es verarscht uns. Es verarscht uns! You're worrying me, Victoria? Look, I think I'm going to head home. I need some lunch. Hey, I'll keep this place unlocked from now on. Maybe you can help catch that rat if you have some extra time. Strange. I'll have to come back and explore this building further. Genau, und hier geht es nämlich darum, das ist eben das, was wir nicht machen. In diesem Haus sind diese kleinen Männchen, von denen gibt es noch welche in anderen Farben. Und die ganze Aufgabe besteht darin, dass man denen immer Pakete mit verschiedenen Gegenständen bringen muss. Das können Feldfrüchte sein oder Pflanzen, die man sammelt, oder Fische, Mineralien, also alles, was man so im Spiel hat. Und immer wenn man ein gewisses Set vollständig hat, dann verbessern die eine Sache hier in der Welt. Und ich werde aber den anderen Weg gehen, ich werde mich der Yoya Corp anschließen, dann kann man das zwar auch machen mit dem Verbessern, aber dann läuft das über Investitionen, das heißt, man bezahlt dann dafür. Das Ding ist halt, das Gegenstände sammeln ist prinzipiell leichter, aber es ist halt leichter, wenn man halt nur so ein paar Gegenstände braucht, die halt an sich nicht viel wert sind. Es ist aber aufwendig. Hallo Haley. Ich schenke ihr eine Blume und jetzt ignoriert sie mich. Das ist auf jeden Fall sehr aufwendig, weil man ja am Anfang überhaupt nicht weiß, wo man was kriegt, und dann verpasst man auch schnell mal was. Und im Endeffekt läuft es darauf hinaus, dass man dann halt wirklich eine ganze Weile braucht, um das vollständig hinzukriegen. Da braucht jemand... Oh, 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 oh. Da klingelt mein Telefon. Ich glaube, diese Folge muss ich mal kurz unterbrechen. Wir sehen uns später. Ich hoffe, ich war schlau genug, dass diese sinnlose Pause jetzt irgendwie rauszuschneiden. Das ist nämlich immer so das alte Prinzip. Ich kann monatelang am Stück zu Hause sitzen, ohne dass irgendeiner was von mir will. Aber wehe, ich will mal irgendwas machen, wo ich Ruhe brauche. Dann kommen plötzlich alle angelaufen. So, hier will jemand, dass ich einen Fisch fange, aber ich habe keine Lust zu angeln, das machen wir nicht. Ich möchte neues Saatgut kaufen. Hallo Abigail. Ja, es ist Freitag. Ich überlege, ob wir schon was anderes kaufen, aber das meiste Zeug ist noch ziemlich teuer für uns. Das Ding ist halt, die Parsnips sind sehr schnell reif, aber das Ding ist, da muss ich immer so viele Felder gießen. Es ist eigentlich effizienter, die teureren Sachen zu benutzen, weil ich dann weniger Energie investiere und im Verhältnis mehr Gewinn mache. Cauliflowers, die sind noch ein wenig sehr teuer für mich. Können ja mal ein paar Kartoffeln kaufen. Die 17, das ist eine ekelhaft krumme Zahl.
So, viel besser. Und zurück zur Arbeit. Dum, 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 ha. So gefällt mir das. Schöne, gerade Felder. Und jetzt muss ich mir überlegen, wo ich Energie herkriege. Ich kann ja mal eine Runde machen, vielleicht finde ich was, was ich essen kann. Zum Beispiel diesen tollen Lauch. Om nom nom. Und die nächste Pause. Das muss ich wieder. Und da bin ich wieder, Freunde der gepflegten Internetunterhaltung. Aber jetzt müsste eigentlich alles geregelt sein. Jetzt gilt meine ungeteilte Aufmerksamkeit nur euch und Stardew Valley. Warum sollte ich sein Zelt zerstören? Mann, Mann, Mann. Das kommt immer gut, wenn man so einfach mal spontan sinnlos durch das ganze Haus rennen muss. Vor allem bei diesem ekelhaft warmen Wetter. Ja, ein bisschen Energie haben wir schon wieder. Ich gehe mal unten rum, vielleicht ist in dem Wald noch was zu finden. Strand, wobei ich hier mal gucken, wenn wir schon hier sind. Hallo, Elliot. Eigentlich dürfte noch nichts da liegen. Ja, liegt auch nichts da. Denn, wie ich sagte, das wird immer vom Regen angespült. Ja, die Emily, die findet nämlich Mode ganz toll. Die ist Hobby-Schneiderin. Mehr Nahrung. Ganz viele Zwiebeln. Die sind zwar nicht sehr effizient, aber in der Menge lohnen die sich auch. Hier ist noch nichts drin. Das zeige ich euch später, wer da dann einzieht.
Scheinbar gibt es nichts mehr zum Einsammeln. Ach, Freitag, da ist die Spezialhändlerin hier, die Schmugglerin. Ach ja. Die sagt immer was, das variiert ein bisschen. Und die sagt irgendwann nämlich auch, die schmuggelt eigentlich Waren aus dem Nachbarstaat. Ich glaube sogar aus dem, mit dem hier das Land Krieg führt. Aber die hat halt auch horrende Preise für alles, wie man sieht. Die Sachen können wir uns noch nicht leisten. Das ist immer zufällig, was sie hat. Aber bei ihr kommt man halt teilweise an Sachen, die es sozusagen in der Saison gar nicht geben sollte. Und auch an ein paar besondere Sachen, an die man sonst gar nicht rankäme. So, dann können wir jetzt mal essen. Und dann wird weitergearbeitet. Die sind aber wirklich nicht sehr effizient. Oh je. So, weiter geht's. I'm a lumberjack and that's okay. I sleep all night and work all day. Ach ja, leider kriege ich das komplette Holzpellet nicht zusammen, sonst würde ich euch jetzt hier irgendwie unterhalten. Aber dafür reicht meine Erinnerung leider nicht mehr aus. Wer weiß, ob das überhaupt die Jüngeren von euch noch kennen. Monty Python war nämlich zu meiner Zeit schon eigentlich veraltet. Allerdings, als ich noch jung war, war das relativ populär. Zumindest in Deutschland, dann in der Übersetzung. Wie war überhaupt der deutsche Text? Ach ja, ich bin Holzfäller und mir geht's gut. Bei Tag packt mich die Arbeitswut. Und dann müsste der Chor singen, er ist Holzfäller und ihm geht's gut. Bei Tag packt ihn die Arbeitswut. Sens, Sens, Sens. Bei mir im Haus ist wieder Rabatz. Ich hoffe, dass man das auf der Aufnahme nicht hören kann. Das ist der Nachteil, wenn man im Ghetto der Stadt wohnt. Da leben nicht unbedingt die elitärsten Menschen in der Nachbarschaft. Diesmal hat es geklappt, so. Aber ich will es auch nicht übertreiben. Ich würde sagen, ich gehe erstmal schlafen. Aber ich hole mir vorher noch die Gegenstände, die da rumlagen. Die Zwiebeln lasse ich mal in meinem Inventar. Da kann ich dann noch ein wenig naschen, wenn ich mal wieder Energie brauche. Ja, gib mir die Saat. Sehr schön. Da kann ich dann wieder neue Field Snacks draus bauen, die ein wenig effizienter sind. So, und dann habe ich heute was verkauft. Ich glaube. Ja, klar, meine Parsnips. Gucken wir doch mal, was die gebracht haben. Oh, Aufstieg.
Jetzt kann ich Vogelscheuchen bauen, die brauche ich auch ab jetzt. Denn wenn man die nicht aufstellt, kommen Krähen und die fressen einem die Saat weg. Das ist sehr ärgerlich. Oh, und Foraging. Oh, das ist toll. Die Dinger, davon möchte ich gerne gleich ein paar bauen. Das sind so Auffangbehälter, da kann man dann sozusagen Baumsäfte auffangen. Das ist toll. So, wie viel bringen die Parsnips? Nicht allzu viel, weil, ja, das ist halt die Feldfrucht, die am wenigsten Geld gibt. Aber es ist neues Geld, das können wir reinvestieren. Aber das machen wir nicht jetzt, sondern in der nächsten Folge. Wenn ihr wollt, schaltet ruhig wieder ein. Ich würde mich freuen und bis dahin wünsche ich euch noch einen wunderschönen guten Tag.